Gut. Schöne Verbandskästen auf jeden Fall, das ist ja schon mal. Was? Was bist du denn? Leider schmerzen mich die Lichter hier drin unerträglich in den Augen. Bis sie bei mir sind, um mich zu töten, bleiben sie ausgeschaltet. Bitte suchen Sie die Schalter und betätigen Sie sie. Kommen Sie dann wieder her, um den Strom wieder anzuschalten. Ist ja auch. Finden und aktivieren Sie die irgendwas. Ist ja auch kaum dunkel hier, Alter. Uiuiui, okay, hacken. Hiya, 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 hiya. Nein! 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 So. Aua. Boah, das geht ja wieder hier gut los im nächsten Level. Das ist ja wieder. Das ist ja wieder der Mega-Hammer. Wo denn noch? Du! Nö. Doch. Komm aus dem Weg. Sonst noch wer? Oh, da war doch gerade irgendwas. So. So, jetzt muss das aber reichen hier, ey. Komm. Komm. Yes, heilige Scheiße. So, was habe ich bekommen? Heckpfeil, ja, ganz toll. Achso, wir haben eh nicht so viel Geld, deswegen war das Ganze hier umsonst. Naja, das ist schon mal sehr gut. Ich mache hier mal ganz kurz den hier. Finden und aktivieren Sie und aktiviere die Schutzschalter. Was sind denn Schutzschalter? Wenn ich fragen darf. Muss ich dann hier runter oder was? Alter, das ist ja aber auch scheiße. Was ist das denn? Alter, was ist denn hier passiert? Kann doch nicht wahr sein. Oh Gott. Soll ich mich lieber heilen? Nee, ich hack das jetzt hier. Yes! Gut. Bäh, ekelhaft, Junge. Die Putzfrau hat aber auch hier nichts mehr seit Jahren gemacht, oder? Ah, Schutzschalter. Gut, Tagebuch. Sophia glaubt, der perfekte menschliche Altruist ist nur eine Formel, die darauf wartet, von uns berechnet zu werden. Intelligenz und Bewusstheit sind nicht das gleiche, argumentiert sie. Selbstbewusstheit wird ganz natürlich zur Obsession. Könnten wir also mein Selbstbewusstsein unterdrücken, mich aber gleichzeitig mit der kognitiven Fähigkeit ausstatten, dem Allgemeinwohl zu dienen, könnten wir so den ersten Utopisten erschaffen. Und dann, sagte Sophia, würde endlich ja, Utopia komm. Folgen. Jo, nächstes Tagebuch. Dr. Alexander hat zugestimmt, beide Maßnahmen des Projekts Neues Utopia zu akzeptieren. Er wird eine Art genetische Chimäre werden, die alle Gedankeninhalte Raptures in sich vereint, indem er durch das Adam, das wir gewonnen haben, die Talente und Erinnerungen der Menschen durchdringt. Und ich habe, als Folge von Projekt WDSF, ein alternatives Set von Verhaltensrestriktionen entwickelt. Dr. Alexander wird buchstäblich für das Allgemeinwohl leben. Seine Liebe und Loyalität wird sich gleichmäßig auf die gesamte Menschheit verströmen. Für mich ist das eine schwere Übung in Disziplin. Für ihn wird es Instinkt sein. Ja, danke. Kann ich jetzt hier endlich mal so... EVE-Upgrade, Plasmide, bla, Winterblast. Juhu! Das nehme ich doch mal. Friere dein Gegner noch länger ein, halte. Rechts gedrückt, um einen Eisblock aufzuladen. Eisblock. Hört sich ja geil an. Frieren Sie Gegner länger ein. Achtung, Erkältungsgefahr. Ah, okay. Cool. Okay, benutze deinen eben gekauften Slot, um ihn in der Servergelage auszustatten. Fähigkeitsschub, Bohrerkraft,
Gefrierbohrer. Erhöhe deine Forschungsbohne. Nee. Jedes Mal, wenn du das Sex hältst, ein wenig mehr Gesundheit und EVE. Du bewegst dich etwas schneller. Das nehmen wir. Zack. Winterblast 2. Jetzt habe ich nicht mehr so eine hässliche kalte Hand. Das ist ja schon mal geil. Okay, was haben wir hier noch? Schöne Wärme suchend. Okay, hacken. Wollen wir das überhaupt? Ne, ich will jetzt hier nichts mehr riskieren irgendwie. Ah! Aktiviere den Hauptschalter. Komm, hacken wir auch noch. So. Ach halt, ich bin hier falsch. Ja, komm aus dem Weg. Ja, wo denn? Der Pfeil ist aber auch ein bisschen verwirrend, oder? Nö, ich muss hier lang. Hä, was ist denn los mit dem Pfeil da oben? Okay. Muss ich da irgendwo runter? Wenn das auch ein bisschen heller hier wäre, oder? Wo ist denn der Hauptschalter? Ach, da ist der Hauptschalter, alles klar. Gut. Sophia und ich wussten, dass es einen hohen Preis fordern würde, den ersten Utopisten zu erschaffen, mein Freund. Wir brauchten einen Wirt für all das Adam, Raptures hellste Köpfe. Ein williges Subjekt, also mich. Ja, das tut mir leid. Ui, was ist das denn hier? Das, was Sie in dem Tank gesehen haben, war tatsächlich ich. Ich befürchte, das Schicksal von Eleanor Lamb wird nicht so körperlich greifbar, aber ähnlich grotesk ausfallen. Dieser Behälter für Tiefseelebensformen eignet sich ideal dazu, mich auszuschalten. Aber zuerst müssen Sie genug Pflanzen voll Adam beschaffen, um mich herauszulocken. Die Schnecken ernähren sich von dem Stoff und er ist jetzt alles, was ich will. Ich habe Ihnen eine Probe hinterlassen, damit Sie wissen, wonach Sie suchen müssen. Adam durchsetzt. Sammle 4 Adam durchsetzte Pflanzen. Hat das je. Nein, meine angesehene Stellung wirst du niemals einnehmen, du mieser Verräter. Warum will ich den eigentlich zum Leben bringen? Will ich doch gar nicht. Gib mir auf den Sack. Was? Ach, da ist auch noch Gegner hier, oder was? Kannst du mir jetzt aber nicht erzählen, dass jetzt auf einmal zwei Deltas kommen, ey. Oh, Hilfe. Oh, hat er mich einmal erwischt, bin ich tot. Ach, fuck, ja, stimmt, ich habe vergessen, mich zu heilen. Eieiei. Ja gut, das ist jetzt nicht allzu schlimm. Komm, geh mir da auf den Sack. So. Gut ist. So. Warum auch immer die gerade da waren. Hör zu, mein Junge. Diese ganzen Schlüssel, die du beschafft hast, sind alle genetisch kodiert. Und um an Lamb ranzukommen, brauchst du einen vom guten alten Gilda drin. Aber der Reihe nach. Zuerst müssen wir ihn ruhig stellen. Such die Pflanzen, die er erwähnt hat, und lock ihn da raus. Werde ich machen. Ja, dieses Winterblast gefällt mir auf jeden Fall. Das ist nicht schlecht. Was ist das denn hier? Ui. Uiuiui. Halt. Heckpfeil. Auto-Heckpfeil gefällt mir jetzt besser. Zack. Juhu, Verbandskasten nochmal wieder. Das ist gut. War noch nie schlecht, glaube ich. Hat da nicht gerade was geblinkelt? Ach, hier. Geblinkelt. Ja, auch ein geiles Wort hier. Oh, was ist das denn? Leave articles of clothing in bins. Okay. Dass sie überall sind.
Medi-Stationen sind, das macht mich schon ein bisschen Sorgen. Ah. Moinsen. Okay, was ist das hier? Wieder Verbandskasten, okay. Diesmal bin ich voll. Was ist das denn hier eigentlich? Was bringt das? Nicht, dass mir gleich jemand hier zuschaut. Das wäre jetzt nicht so geil. Wir können dich doch in deinem Zustand nicht in den Labors herumrennen lassen. Ups. Was ist jetzt? Was zum Teufel? Gaskammer hier, oder was? Oh, Junge. Was? Warum sind denn die ganze Zeit Deltas? Alter, ist das schwul. Komm, geh mal auf den Sack. Ja, ist klar. Komm. Aua, nein. Kein Headshot, kein Headshot. Boah, Junge, boah, alter Schwede. Alter. Wo ist der andere Vollpfosten? Was? Diese armen Teufel. Was für ein Leben. Rummarschieren und den Daddy spielen, bis irgendein Splicer es schafft, ihre Sister zu killen. Und wenn sie da nicht ins Koma fallen, werden sie wahnsinnig. Und es bleibt ihnen nichts mehr, als zu schreien. Nichts gegen dich, Junge. Wir sollten zusehen, dass du schnellstens zu Eleanor kommst. Also war das gerade scheiße hier. Der Körper beginnt sich selbst zu zerstören. Der Drang, Eleanor zu finden, wird dich in den Wahnsinn treiben oder ins Koma fallen lassen. Du hast keinen Anspruch auf sie. Deine Entwicklung gehörte zu Raptures größten Sünden. Und doch gibst du nicht auf. Warum nicht? Weil das meine Sister ist. Ne? So wie du die hier hast. Ja, ist ja gut, Junge, ey. Wir sind noch alle Homies hier. Die Big Daddy Homies, ja. So, schön Verbandskasten hier noch. Öffne dich. Zack. Halt, ich brauche Winterblast. So. Aua, was? Was habe ich denn eigentlich noch an Muni? Niete, ja, das kommt jetzt hier ganz gut eigentlich. Das ist immer auf Distanz besser. Aber da gibt es, glaube ich, auch ein Upgrade für die MG. Was bist du denn? Ach, du hast ein Geschütz, habe ich gar nicht gesehen hier. Aua. Juhu, Wärme suchen, ganz viele. Das ist geil. Ja, jetzt gibt es aber hier eine Menge Verbandskästen, fällt mir gerade so. Oh, so auf. Ja, Hacken, mal versuchen wir es einfach mal. Mit Gemütlichkeit. So. Wie nehmen wir denn? Splittergranate auf jeden Fall. Und noch eine 50er Kugel Dinge. Huch, nein, das wollte ich gar nicht. So. Eieieies. Kontaktmine, ich nehme mal Wärme suchen, oder? Splittergranate, komm. Zack. Also, bam, sind sie alle tot. Hoffentlich ist es nicht aggressiv. Wegen mir. Ja, schön gemacht hier auf jeden Fall. Zack. Ja, wenn das Hacken immer so einfach wäre wie bei diesem Teil hier gerade, dann
wären wir jetzt schon viel, viel weiter auf jeden Fall. So, ach hier immer, ey, dass hier immer diese Medi-Stationen sind. Uha, Hilfe. Hoffentlich wartet ihr jetzt richtig. Gen Upgrades will ich da auch nicht. So. Ach halt, wir haben doch was bekommen. Verbandskasten schon wieder, ey. Ich kann den aber echt nicht benutzen, das ist ein bisschen schade. Können wir nehmen mal Alter, dass ich immer auf Escape klick. EVE haben wir eigentlich auch immer genug. Na, das ist hier nicht das Problem hier. Ach, hier ist noch der letzte, glaube ich. Oh. Hier hat man die Bindung zwischen uns hergestellt, Vater. Hier hat man Gott gespielt. Du warst das einzig Gute, was Rapture mir je gegeben hat. Siehst du, Lamp. Eleanor will mich auch. Oh, eine müssen wir noch. Hier ist also alles passiert. Es war ihr nicht bestimmt, einen Vater zu haben, Delta. Sie sollte die Erbin meines Lebenswerks werden. Und hier hat man sie verändert. Hier hat man sie an dich gebunden. Das Kind, das sie einst war, starb in diesem Raum. Was ist das denn hier? Autopsie. Junge, ey, da, ein bisschen, da will ich weg hier. Das ist scheiße hier. Was ist denn das für eine Musik? Oh, da ist ein Tagebuch. Hi, ja. Hoffentlich kommt da jetzt nichts. Okay, ich will da rein, ich will da rein. Ach, hier ist so ein Teil. Ja. Och nö, ey, komm. Geh mir auf den Sack hier die ganze Zeit. Ach fuck, ich habe auch kein Ding mehr. Wer ist das? So ein Autogeschütz, glaube ich. Hä? Uah, Junge. Nein, 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 nein. Nicht schon du schon wieder hier. Oh oh. Bald out of money. Boah, Junge, ey. Und du hilfst mir auch, ey. Irgendwie nie. Eieiei. Ist aber auch zum Kotzen hier.